Heute geht es wieder los und zwar mit Sunkenland. Es gab ein Update und es soll einiges Neues dazukommen. Es gab ja zwischendurch immer schon so ein paar kleine Updates mit Solarpanel und so, glaube ich, und auch Waffenaufsätze. Aber diesmal kam ein dickeres Update und ich dachte, wir schauen uns das auf jeden Fall an. Müssen natürlich komplett neu starten. Können wir auch mittlerweile uns ein bisschen anders aussehen, als man mal haut. Ah, okay. Aber was mit seinen Augen? Ist mir jetzt das aufgefallen. Hier fällt es ultra auf irgendwie. Ja, wir nehmen uns einfach den hier, Standardhaare. Was hat der hier? Alter, was ist denn das für eine... Okay. Die Frisuren sind immer noch sehr gewöhnungsbedürftig. Mach mir eine Glatze. Gut, Haarfarbe, egal. Leider kein Bart oder so. Aber gut. Der sieht auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser als vorher aus, glaube ich. Ich bin mir nicht mal 100% sicher. Ray. Okay. Einzelspieler. Neue Welt. Wir machen einfach alles auf normal und mittel erstmal. Wir haben ja auch schon mal auf Hardcore durchgespielt. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt normal. Eigenbeschuss. Nein, Flagge teilen. Zufälliger Spawnpunkt auch nicht. Wir machen alles so. Die Standardeinstellung und gehen einfach rein. Rays Welt. Gut. Rein mit uns. Ich bin gespannt, was sich so alles verbessert hat und erneuert wurde, was für neuen Kram es gibt. Ich habe echt keine Ahnung. Ich weiß nur so ein paar Sachen halt, wie gesagt, weil das mit den Waffen und so. Es soll anscheinend auch neue Inseln geben und auch neue Feinde, glaube ich auch. Ich bin mir nicht 100% sicher, wo starten wir denn? Überlebenshandbuch. Oh, wir müssen aber ein bisschen die Mausempfindlichkeit einstellen. Das ist ein bisschen... Nee, das ist immer noch zu wenig. Ja, besser. Deutlich besser. So, unsere Anfangsinsel. Insel der Schiffsbrüchigen. Gut, dann fangen wir einfach direkt mal an zu sammeln. Ich habe sehr viel vergessen. Muss mir einfach auf den Baum erstmal schlagen, noch um Holz zu kriegen. Ich weiß es nicht mehr. Ah, nee, hier Äste. Das war auf F. Leine nicht. Warte mal, das ist immer noch nicht ganz. Ich brauche es ein bisschen empfindlicher. Wir machen mal einfach bis hierhin. Ja. Das fühlt sich besser an. So, was haben wir denn hier drin? Unsere erste Box. Ein kleines Geschenk. Alles rüber. Hör damit. Alright. Ja, mal gucken. Das ist die erste Anfangsinsel. Das ist aber, glaube ich, auch wie vorher. Warte mal, die Karte. Die sieht auf jeden Fall deutlich größer aus. Nein, markieren wollte ich jetzt nicht. Mal schauen. Wir werden sehen. Also, wie funktioniert das Ganze nochmal? Wie funktioniert der Spaß? Können wir nicht auch Steine sammeln? Also, ach, warte mal, wir haben hier. Ich muss erst mal reinkommen, ne? Es ist echt eine Weile her. Wir können auf jeden Fall gut Bäume verprügeln. Fällt der nicht irgendwo rum? Aha. Also unser Schiffbrüchig neutral. Das heißt, wir sind jetzt einfach direkt auf uns gestellt. Wo war nochmal Crafting? Also hier sind alle hilfreichen Tipps, Gegenstände, bla bla bla. Brauchen wir jetzt nicht bauen hier. Gut. Machen wir es mal Foundations, ja? Setzen wir uns erstmal irgendwas Kleines hier hin. Die Anfangsinsel sieht aber auch, glaube ich, ein bisschen anders aus, ne? Wenn ich mich nicht irre. Auch schon wieder mehr. Oh, das, ja, das ist sehr teuer. Das ist sehr, sehr teuer. Wenn ich irgendwie einen Hotkey fürs Bauen, ich hab's vergessen. Okay. Dann machen wir noch mal ein bisschen.
Aber Missionsziel. Wo sehe ich mein Missionsziel? Aber wir haben erstmal alles hier entspannt, ganz in Ruhe. Wir müssen uns hier eigentlich keine Sorgen machen. Für den Anfang. Wenn, dann kommen erstmal nur die Kannibalen und die sind jetzt... Aha, auf B, ja genau. Die Kannibalen sind jetzt auch nicht ultra stark. Eine Holztreppe, was haben wir hier? Halbholztreppe, ne, die ist zu kurz. Was? Ich habe nur einmal gedrückt. Super. Können wir die irgendwie abbauen? Wie konnte man nochmal Sachen abbauen? Nö. So, mit dem Hammer erst, ne? Na super. Ach, egal. Gut, wir haben hier schon mal ein bisschen Platz. Warte mal, jetzt, was bauen wir zuerst? Einen einfachen Grill. Da müssen wir erstmal Müll sammeln. Stimmt, wir sollten schwimmen gehen. Aber warte mal, wo sind Kisten? Ich brauche erstmal eine Kiste. Kiste wäre auch ganz cool. Damit wir schon mal unseren Kram verstauen können. Holztruhe. Wir brauchen noch ein bisschen Holz. Das machen wir zuallererst. Ja, hallo? Komm schon. Gut. Gut, gut, gut. Hier können wir auch noch sammeln. Also, Kiste. Hier ist die. Ah, das mit der Treppe regt mich jetzt ein bisschen auf, aber gut, ist halt nun mal so. Wir hauen die erstmal hier hin. Und hauen einfach den Kram mal rüber. Nein, oh, ich habe Essen gemacht. Ich habe alles einfach verspeist. Fackel brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Warte mal, Essen, Gesundheit, Energie. Das nehmen wir uns mal mit. Ansonsten den anderen Kram. Können wir erstmal hier lassen, damit wir auf jeden Fall später was zum Schnabulieren haben. Jetzt habe ich einfach den ganzen Kram gegessen. Oh, ein Bett. Ja. Wir machen einfach Freestyle. Wir werden jetzt erstmal ins Wasser gehen. Und schauen, ob wir hier irgendwo Kram haben. Und vor allem auch hier. Wir brauchen auch Metall und so ein Kram. Oh, zum Glück nur ein Schwertfisch. Ich dachte ganz kurz, dass es direkt ein Hai hier ist. Das wäre nicht so cool. Und man kann jetzt auch unter Wasser Sachen anbauen. Genau, das habe ich auch gesehen gehabt. Man kann jetzt unter Wasser Pflanzen anbauen, diese Algen. Okay, erstmal hoch. Dann gehen wir hier einmal eine Runde tauchen. Da wäre noch ein Auto. Ah, ich freue mich, wenn wir irgendwann unser Equipment haben zum Tauchen. Das heißt, wir müssen jetzt auf jeden Fall bald schauen, dass wir an Wasserpillen auch rankommen, ne? Ich glaube, den müssen wir zerschlagen. Schallplatte haben wir auch rausbekommen, Stoff. Oh, warte mal, kriegen wir die noch? Einmal ganz schnell hoch. Es wird knapp. Okay, ein bisschen Zeugs haben wir schon mal. Aber ich meine, hier ist ja noch mehr. Ja, wir machen erstmal alles leer, ne? Wir sollten schon gucken, dass wir am Anfang direkt alles mitnehmen. Ist dahinter noch irgendwas? Schnell hoch. Ich habe mir zu viel Zeit gelassen. Aber wir haben ja zum Glück einen Verband. Oh, da unten, das sieht auch sehr interessant aus. Es wäre cool, wenn wir Wasserpillen finden würden. Damit wir ein bisschen länger tauchen können. Ansonsten müssen wir... Ah ja!
Stimmt ja. Ansonsten müssen wir bald schauen, dass wir relativ schnell zu Betty kommen. Ihr kennt doch alle noch Betty. Die gute alte Betty. Ich habe sie vermisst. Ich habe sie vermisst. Warte mal, den können wir doch auch. Also wenn wir relativ schnell zu Betty kommen würden, wäre das ganz cool. Wir müssen nur noch mal schauen, wo sie genau ist. Da bin ich mir nämlich ein bisschen unsicher. Okay, hier ist noch ein bisschen Metall. Oh, da ist ja gut, weil da haben wir ein bisschen Stoff. Stoff brauchen wir immer. Nur Holz? Okay. Aber dann wenigstens hier in der Waschmaschine, oder? Ja, sehr gut. Eine hochwertige Uhr, die könnten wir dann bei Betty verticken. Jetzt heißt es erstmal sammeln, ne? Jetzt müssen wir erstmal sammeln ohne Ende. Wir müssen den Tag auf jeden Fall ausnutzen. Immer schön her damit. Ist da noch irgendwas drunter, unter der Brücke? Hier haben wir eine Couch. Auch sehr wichtig. Boah, wir können so gut wie gar nicht tauchen. Also Anfang ist noch echt schlimm, ne? Muss man schon sagen. Wir nehmen jetzt noch ein bisschen mit und dann würde ich sagen, bauen wir ein bisschen an der Base rum. Und gucken, dass wir uns schon mal langsam vielleicht ein wenig ausrüsten, obwohl. Ja, ich weiß nicht. Wir brauchen auf jeden Fall schnell ein Boot. So eine Riesenbase werden wir uns nicht aufbauen, weil wir werden auf jeden Fall uns eine andere Insel beschlagnahmen. Muss wieder hoch. Unglaublich. Ein bisschen Ausdauer noch. Okay. So, was haben wir hier? Komponenten, oh, sehr gut. Genau, stimmt ja. Komponente gibt es ja auch und die brauchen wir auch, weil die sind auch ultra wichtig. Da müssen wir auf jeden Fall erstmal überlegen, was wir mit diesen Komponenten zuerst anfangen und die nicht vergeuden. Warte mal, ist da unten. Oh ja, warte mal. Müssen noch mal kurz auftauchen und dann einmal runter. Da sollten wir auf jeden Fall vorbeischauen. Okay, so im Norden. Oder wir tauchen erstmal heute komplett. Einmal alles komplett abtauchen. Oh, hier ist auch noch. Sehr gut. Oh, das ist mega. Inventar ist voll. Oh nein. Komponenten. Können wir irgendwas mampfen? Warte mal, wir können doch hier was reinziehen. Ah, das zieht Zeit. Gut, dann erstmal nach oben. Den ganzen Kram erstmal in die Box reinpacken. Können wir es merken, genau im Norden haben wir aufgehört. Und da war ja auch noch irgendwo ein Auto. Okay. So, Schuhe. Wir haben schon mal Schuhe, die geben uns schon mal eine Rüstung. Das ist auch schon mal ganz cool. Warte mal, wir müssen das Verband reinhauen. Muss schon mal das Verband hier finden. Warum geht das nicht? Ach nein, das ist ja nur für Blutungen. Ja. Oh, aber das hier ist, ne, zum Heilen, oder? Kräutermedizin, ja, her damit.
Okay, die Würmer sollen ja auch hier drauf passen, ja. Das mit der Ente ist ein bisschen blöd. Den Dekokram. Oder wir machen noch eine Kiste. Machen noch eine Kiste erstmal. Obwohl, wir können direkt so eine Metalltruhe machen. Ja, ich will mein Metall erstmal sparen. Nein. Nee, komm alles rüber. So, und die können wir essen. Alright, dann geht es uns schon mal wieder um einiges besser. Jetzt müssen wir nur ein bisschen mit dem Leben aufpassen. Da war noch ein Auto, oder? Ja. Komponent noch mal sehr gut. Oh, wir haben hier einiges noch. 66% haben wir jetzt hier gesammelt hier in der Umgebung. Da waren wir auch. Bis hier ist erstmal nichts, oder? Wohl doch da. Das sollten wir uns anschauen. Alright. Können wir hier rein? Sieht nicht danach aus. Nee. Alles klar. Nochmal hoch. Ich weiß, das ist ein Auto, aber wir müssen ein bisschen auf unser Leben aufpassen. Sonst haben wir gleich ein kleines Problem. Ein Auto noch. Sind auch noch ein paar Gebäude. Oh, Muscheln. Die nehmen wir mit. Na, immerhin. Also Essensproblem werden wir auf jeden Fall nicht haben. Unbekannte Ruinen, nee. Das zählt schon zu was Separatem, alles klar. Boah, ich muss schon wieder hoch. Das ist echt. Ein bisschen mies, dass wir immer so schnell hoch müssen. Nochmal neues Gebiet, Mutanten. Was? Da hinten die Insel. Neue Mutanteninsel, drei Stück. Die sollte ich doch eigentlich easy wegkriegen. Machen wir jetzt gleich einen Speer. Dann hauen wir als allererstes die Mutanten weg. Aber erstmal machen wir hier unsere Runde noch. Müssen mal unter die Brücke gleich schauen. Und dann gucken, was wir uns Schönes herstellen können. Also auf jeden Fall eine Werkbank brauchen wir, klar. Ich weiß nicht, Wände. Brauchen wir direkt Wände eigentlich? Ein Bett brauchen wir auf jeden Fall. Bett, sehr, sehr wichtig. Jetzt müssen wir wieder hoch. Hui. Also ich bin froh, sobald wir Flossen auch wieder haben. Flossen und unsere Sauerstoffflaschen so, aber das wird dauern. Das wird eine ganze Weile dauern. Da ist nichts. Da oben ist ein Auto. Das zählt schon zum neuen Bezirk. Oder? Wenn ich das jetzt hier sammle. Ja. Aber das zählt noch hier zu der Insel. Deswegen nehmen wir den kurz mit. Also das würde ich schon ganz gern machen. 100% hier von unserer Insel. Dann haben wir auf jeden Fall erstmal schon mal genug Material für den Anfang. Denke ich mal. Ist hier vielleicht noch irgendwas zwischen? Nee, ne? Leider nicht.
Was ist mit dem Gebäude da hinten? Hier ist ganz viel Müll. Ja, wir brauchen so oder so alles. Achso, ich dachte, ups, mein Fehler. Ich dachte, das wäre so ein Schrank oder so. Ich glaube, hier kann man auch nicht rein. Aber hier sind Müllhaufen, Metallhaufen. Das ist gut. Wie viel Prozent haben wir denn jetzt? Fast fertig, ne? Warte mal, waren wir hier nicht drin? War das, wo wir drin waren? Ja. Irgendwas habe ich übersehen. Ich weiß nicht was. Gut, ich würde sagen, es reicht eben so oder so 18 Uhr. Weil wir müssen natürlich auch aufpassen, dass es uns nicht ultra kalt wird. Und Feuer sollen wir auch machen, ne? Warte, mir ist noch was. Ein Stock. Gut. Gut, ein Stock. So, wozu braucht man ein Straßenschild? Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen Material raus. Nee. Genau andersrum. So. Das wollte ich nicht machen. Ich wollte den hier machen. Das hauen wir uns rüber. Komponenten mal rein. Die Fackel könnten wir mal nehmen. Könnte man gleich vielleicht brauchen. Komponente noch rüber, Seide rüber, die werden wir brauchen. Da ist einfach alles rübergenommen, ne? Ist mir jetzt das aufgefallen. Ne, das ist ein bisschen viel Metall. Was brauchen wir denn noch? An Ressourcen. Glas. Glas vielleicht. Klebeband auf jeden Fall. Gummi. Glaube ich erst später. Nur nochmal Holz und dann gucken wir mal. So, also. Bauen. Besatzungsflagge. Die brauchen wir hier aber nicht, ne? Sofa, Möbel und so ein Kram. Also hier sind nur Möbel. Scheint so. Und hier sind Kisten. Holzregal. Das ist alles so zum Lagern. Also ein Bett machen wir als allererstes, klar. So. Hier Foundation, blabiblub. Brauchen wir nicht. Erstmal. Dann ein Grill. Wasserreiniger. Wäre auch nicht schlecht. Okay. Forschungsbank. Ja komm, wir machen trotzdem mal, wir hauen trotzdem mal Wände rein. Was sind das hier für ein Unterschied? Holz zu 45 Grad. Ach so, ah, ich verstehe, ja, ja. Ich verstehe. Warte, wir können auch so Halbdinger machen. Dass das Ding so ein bisschen offen ist. Ich glaube, das ist neu. Ja. Wir machen erstmal klassisch hier alles zu. Hier kann man dann ja vielleicht hoch, wenn man möchte. Ein Dach. Sieht aber irgendwie seltsam aus. Naja. Genau, hier fehlt noch eine Wand. Könntest ja trotzdem mal eine Tür, Fenster, Tür.
Warum nicht? Was wir haben, das haben wir. Dann einmal die Forschungsbank. Leider kaum Platz hier. Er wird direkt unten einsnappen. Können wir das nicht frei bewegen? Mal drehen, bauen. Allerhöchstens, warte mal. Was wäre, wenn wir hier so eine Geschichte machen? Und dann hier. Kann man ja so lassen, ne? Kann man hier hoch. Foundations. Dann haben wir kein Holz mehr. Das ging ein bisschen schnell. Oh, ich habe echt kein Holz mehr. Das ist nicht so gut. Aber gut, dann könnten wir hier dann unsere Bank bauen. Auch ein Eimer, ne? Stimmt ja, da war ja auch noch was. So, dann gucken wir mal, was wir noch machen können. Forschungsbank, kein Holz, klar. Haben wir noch anscheinend keine Rezepte, Metalltor und so weiter. Lassen wir erstmal alles. Das wird erstmal nur meine kleine Basis sein. Oh ja, ja. Wir haben kein Holz. Dann versuchen wir mal schlafen zu gehen. Let's go. Oder warte mal. Kann ich mir schon irgendwie noch eine Waffe machen? Ah ne, an der Forschungsbank wahrscheinlich, ne? So. Feierbubu. Neuer Tag, neues Glück. Und wir essen uns Ramen. Haben wir noch irgendwas zu trinken? Ich glaube. Wir bürsten lieber erstmal ein bisschen. Erstmal gönne ich mir gar nichts zu trinken. Warte mal, das hauen wir da rein. Ja, obwohl doch, komm. Eines in Ordnung. Okay, sieht doch schon mal gut aus. Die Fackel eigentlich, die Fackel können wir auch erstmal zur Seite packen. So, müssen wir jetzt schauen wegen Holz. Müssen wir eigentlich weiter hier Kram zerdeppern oder? Wir gehen die ersten Mutanten besuchen. Die sind ja nur drei Stück. Sind wir doch mit der Axt bestimmt kaputt, oder? Weiß es nicht. Soll ich mich daran trauen? Wir werden sehen. Alter, komm schon, Angisch. Nein, 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 nein. Okay. Aber wir haben die fertig gemacht. Alter, was mit dem Hals? Das ist gut, weil hier können wir schön Holz sammeln. Das gefällt mir. Hier haben wir auf jeden Fall ein bisschen Zeugs. Was schon mal sehr gut für den Anfang ist. Paar Bäume.
Vielleicht finden wir noch irgendwelche Kisten. Wer weiß, wer weiß. Oh, das ist sehr gut. Ich will mal testen, ob der alte Glitch funktioniert. Dass wenn ich jetzt den Spielstand neu lade, ob das dann voll wäre, nur aus Interessezwecken. Keine Sorge. Aber hier ist nicht viel Zeugs, ne? Müsste ich jetzt hier eine Flagge hinhauen, damit ich noch mal spawnen? Keine Ahnung. Gut, ich würde sagen, das war's mit der ersten Folge. Ich werde mal das Holz hier sammeln, dann sehen wir uns drüben auf der anderen Insel, auf unserer Insel. Wenn es euch gefallen hat, wie immer bewerten und auch das Kommentieren nicht vergessen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder.